Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute spreche ich mit Rainer Feistle. Er ist Seminarleiter, Verlagsinhaber und er lebt im Allgäu und hat sehr, sehr spannende Themen heute mitgebracht. Und Rainer, du kannst dich auch gerne selber noch mal vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, denn wir haben heute sehr, sehr besondere spirituelle Themen vorbereitet. Ja, liebe Sifia, gerne. Erstmal herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich selber heute auf unser Gespräch und schauen wir mal, wo uns die Reise in dem Gespräch hinführt. Ja, zu mir selber. Gut, viele kennen mich ja. Das UFO-Thema war natürlich immer, hat schon mein ganzes Leben lang mich begleitet, ja. Und da wollen wir ja heute auch noch drüber sprechen und ja. Und dann eben, wie soll ich mich ausdrücken? Im Laufe der Jahre, ich meine, mit dem UFO-Thema bin ich ja schon seit Mitte der 90er Jahre voll drin und gehe mit dem Thema an die Öffentlichkeit. Und ja, irgendwann, vor 7 Jahren, vor 6 Jahren, bin ich immer mehr wieder, bin ich einfach von der Seele her auf meinen schamanischen Weg geführt worden. Aber das war schon in meiner Seele verankert. Das war schon immer als Kleinkind schon da und es war einfach unterdrücktes Wissen und das kam dann einfach raus. Und jetzt arbeite ich eben auch auf dem schamanischen Weg, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Ne? Ich werde auch weiterhin an dem UFO-Thema dranbleiben, weil ich denke, das wird auch noch in naher Zukunft noch eine zentrale, wichtige Rolle für die Menschheit spielen, was den Transformationsaufstieg betrifft. Ja, aber ja. So, von dem her, ich habe auch schon ein paar Bücher drüber geschrieben, also ich denke, mich werden schon ein paar Menschen kennen. Und für diejenigen, ja, ich bin ein ganz bodenständiger Mensch, verheiratet, 4 Kinder und versuche einfach meinem Weg der Seele zu folgen und einfach andere Menschen mitzunehmen, die zu mir kommen, die vielleicht Hilfe brauchen, einfach neue Impulse zu geben, weil da tut sich im Moment unglaublich viel. Dass viele Menschen spüren einfach auf der unbewussten Ebene, dass jetzt große Veränderungen anstehen, ja. Ja. Dankeschön. Ja, Gerne. wunderbar. Ja, ich bin auch mit dem schamanischen Weg vertraut und ja, der Wolf als Krafttier, das kenne ich auch sehr gut. Das war auch so für mich eine tiefe, ja, Erfahrung mit dem Wolf. Und wir werden heute auch noch über Krafttiere sprechen. Und wir starten aber jetzt erstmal mit so einem ganz grundsätzlichen Thema. Und das wird jetzt alle Zuschauer, die sich als hochsensibel und hochsensitiv empfinden, glaube ich, freuen einerseits und andererseits auch so ein tiefes Thema nochmal antriggern, was so in ihren Herzen schlummert, nämlich dieses Gefühl, ja, ich bin von einem anderen Stern, ja, ich irgendwie passe ich hier nicht so richtig in die Welt, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das ist so ein Gefühl, was viele von uns kennen, vielleicht schon seit Kindheit an. Und vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen und natürlich auch über die Frage, gibt das sowas wirklich, ja? Gibt es Menschen, die von anderen Sternen hier inkarnieren? Das ist ja auch bei vielen Kulturen aus Nordamerika, bei den nordamerikanischen Stämmen auch etwas, was die ja tatsächlich auch überliefern in ihren religiösen Weltanschauungen. Und vielleicht können wir mit dieser spannenden Frage heute mal einsteigen, Rainer. Wie fühlt sich das an? Kennst du das auch? Und was denkst du so aus spiritueller Sicht darüber? Ja, ich kann das auf jeden Fall mit einem klaren Ja bestätigen, dass hier viele Sternensaaten hier geboren sind. Ich spreche jetzt mal aus meinem Erfahrungsschatz heraus. Ich hatte schon, und vielleicht kommen da jetzt Erinnerungen bei den Zuschauern, wenn sie jetzt mir zuhören, zulauschen. Es war bei mir schon als kleines Kind, habe ich mich immer schon anders gefühlt. Und ich hatte ja wirklich, liebe Silvia, das Glück, ich bin 61 geboren, also in der Geburt des Starke-Jahrgängen. Ich hatte also viele gleichaltrige Spielkameraden. Wir waren viel draußen in der Natur, haben uns noch in der Wälder aufgehalten. Ja, wir haben ja hinter uns ja auch Pachamama, die Kraft von Mutter Erde. Und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ganz tief als kleines Kind, was mache ich hier? Ich bin hier irgendwie fehlgelandet
Und was auch ganz stark bei mir ausgeprägt war, war, ich habe nie verstanden, warum meine gleichaltrige Schulkamerade oder Spielkamerade teilweise so aggressiv untereinander waren, weißt, welche Kleinigkeiten sich bekloppt haben und geschlagen haben. Und ich habe immer versucht, zu schlichten und Frieden in die Gruppe zu bringen. Also, und auch dieses starke Gerechtigkeitsgefühl, das hat sich aber wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben durchgezogen. Wenn ich irgendwo gemerkt habe, da ist Unrecht, dann habe ich immer meinen Mund aufgemacht, obwohl ich genau gewusst habe, wenn ich jetzt was sage, das ist nicht förderlich für meine, ich sage jetzt mal, wo ich noch in meinem Beruf gearbeitet habe, in der berufliche Karriere hochzukommen. Aber das war mir nie wichtig. Und ich hatte auch immer, schon als junger Mensch, immer oder als junger Mensch auch immer schon Probleme mit Autoritätspersonen gehabt. Ich habe mich nie unterordnen können. Deswegen war es für mich immer schwer, irgendwo in Firma drinnen zu arbeiten, mich unterzuordnen. Das hat sich ja nachher Gott sei Dank alles von alleine gelöst, dass ich dann in die Selbstständigkeit gekommen bin. Aber es war ein langer Weg dorthin. Also ich kann das mit absolutem Ja bestätigen, dass es viele Sternensaaten gibt, die hier inkarniert sind. Und weißt du, Sefer, jetzt haben wir das, jetzt haben wir wirklich das Glück, oder wir leben jetzt in einer Zeitspanne, genau jetzt, ich denke mal, so der Startschuss war mit Corona, das hat bei vielen nochmal so einen Wachrüttler, so eine Initialzündung gegeben, dass hier was aus dem Ruder läuft, jetzt auf der geopolitischen Ebene erstmal, auf der 3D-Ebene betrachtet. Aber viele haben einfach gespürt, hier stimmt was nicht. Und ich kann es wirklich bestätigen. Ich habe das immer gefühlt und ich habe immer gesagt zu mir, Mann, oh Mann, warum bin ich 1961 geboren, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, und nicht 200 Jahre später. Weißt du, so Raumschiff Enterprise Ja, war genau. früher, die alte Folge noch, war so meine Lieblingsserie, Pflichtprogramm, Samstagabend, 18:05 Uhr. Und dann für mich war das immer klar, dass es dort draußen in der Unendlichkeit des Sternenmeers. Wir müssen doch nur mal hergehen, aber die Städtler, die haben das verloren. Auf dem Land kann man das noch beobachten. Ja, ich wohne ja in einer Alleinlage und wenn ich dann immer im Sommer mein Lagerfeuer mache und trommle und einfach dich verbindest mit allem, was dich umgibt und dann schaust du mal hoch in das unendliche Sternenmeer über dir. Und dann sollte jede Seele einfach mal für sich selber die Frage stellen, kann es sein, dass wir die einzige sogenannte, wie soll ich mir ausdrücken, Intelligenz sind, die in diesem riesigen Universum lebt? Dann erscheint es fraglich, sage ich jetzt mal, weil ich habe schon immer eine starke Verbindung nach oben gespürt und für mich war das immer so ein tragendes Gefühl, wenn wir als Kinder dann in der Sommerferien zelten durften, dann haben wir unser Lagerfeuer gemacht, die erste Zigarette geraucht, klar, das gehört alles dazu, wir sind auch Mensch und dann haben wir in den Sternenhimmel geschaut und die Verbindung war immer da und ja, und wie es oftmals so im Leben ist, ich glaube, diese Phase hat auch jeder Mensch so vielleicht mal mehr oder weniger durchgemacht. Als Kind war ich total offen. Ich hatte die spirituelle Anbindung und habe auch Dinge wahrgenommen, also auch was die Außerirdische angeht. Und dann ist Folgendes passiert, dann ging es in die Pubertät rein und dann wurdest du quasi von der Gesellschaft konditioniert und auf die Gesellschaft eingetaktet. Ja, dann ging der Zugang verloren. Und dann erst im Erwachsenenalter dann, wo ich meine liebe Karin kennengelernt habe mit 30, haben wir ganz normal, so wie ich jetzt mich mit dir unterhalte damals, habe ich meine Karin kennengelernt und wir haben über die Außerirdische und UFOs gesprochen. Und wie ich mit dem Thema mich beschäftigt habe, dann 15 Jahre später sozusagen, von der Pubertät bis zum 30. Plötzlich fingen die gleichen Ängste wieder an, kamen erst mal wieder hoch oder die Erinnerungen kamen wieder an die Kindheit hoch, die ja präsent waren. Und plötzlich kamen natürlich auch wieder die Ängste hoch. Und da möchte ich aber vielleicht noch einen kleinen Einwurf machen.
Viele Menschen haben noch Ängste, was das außerirdische Thema angeht. Es ist völlig klar, wenn eine fremde Präsenz in deine Privaträume eindringt, ja, und du willentlich nichts dagegen tun kannst, macht es natürlich erstmal Angst. Aber wir alle wissen, die, sagen wir mal, auf dem geistigen, spirituellen Weg schon länger unterwegs sind, dass es wirklich, dass wir auf der anderen Ebene Verträge geschlossen haben, an bestimmte Programme teilzunehmen. Und wir wissen, wenn wir dann hier inkarnieren, gehen wir alle so durch den Schleier des Vergessens und wir wissen nichts mehr von den Vereinbarungen. Und dann kommen die Wesen. Man hat mit denen Verträge geschlossen. Ich will an dem Programm teilnehmen. Ja? Und dann macht es natürlich tief in dir erstmal Angst. Auch ich musste den Prozess für mich erstmal innerlich verarbeiten, ohne dass ich da jetzt psychologische Unterstützung gekriegt habe. Das habe ich aus mir heraus selber. Irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe damals auch Reiki gemacht und schon Reiki-Seminare mitgemacht, erste, zweite Grad. Ich wusste, wie ich mich energetisch schützen konnte. Und je mehr ich sage jetzt mal ganz übertrieben, mich geschützt habe, ein Licht um mich herum und ich habe gesagt, bitte nur positive Energie, ich möchte, dass es aufhört, ist genau das Umgekehrte passiert. Je mehr ich das praktiziert habe, je mehr habe ich ja innerlich meine archetypische Angst quasi Ja. bestätigt, ja. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, liebe Silvia, wo ich gesagt habe, okay, ich kann es nicht verhindern, geh mal der andere Weg. Lass es doch mal zu und warte mal, was passiert. Vielleicht kann ich sogar Einfluss auf die Aktionen machen und sage, hey Leute, heute bitte nicht, lasst mich in Ruhe oder warte mal, was passiert. Und siehe da, plötzlich haben sich die Träume, ja, plötzlich ins Positive gedreht, ja. Ich konnte interagieren mit denen und ich habe auch hinter das Programm schauen können, der höhere Wert, was da dahinter steht. Und das hat nämlich unmittelbar, greift es jetzt in die heutige Zeit. Und es gibt so viele Menschen, möchte ich auch noch hier in diesem Gespräch gerne mal raussenden, als ich damals 95 durch sämtliche Talkshows durchgereicht wurde. Ich war jung, naiv, die Erfahrungen waren frisch, bin natürlich richtig verheizt worden, aber das waren Erfahrungen, die mich gestärkt haben, ja. Und irgendwann bin ich dann wirklich so in mir stark geworden und ich habe einfach gewusst, damals schon 95, es hat was mit unserer Zukunft zu tun, weil diese Kontaktierungen und es ging und geht immer um unsere menschlichen Gefühle, um tiefe Empathie, tiefes Mitgefühl. Und schau mal, liebe Silvia, parallel, welche Entwicklung wir auf der Erde momentan, ich sag mal, wo die Reise hingehen soll mit der ganzen Ja. transhumanistischen Agenda. Und da kommen nämlich die kleine Graue ins Spiel. Die haben nämlich ihre Emotionen, ihre Gefühle verloren. Ja, ich habe immer gesagt, vielleicht hört sich das jetzt ein wenig hart an. Nee, es hart an. Ich sage immer, weißt du, wir hier in Deutschland, ja, wir müssen endlich einmal lernen, in unsere eigene Kraft zu kommen. Wir haben immer das Problem, alles, was aus Amerika rüberkommt, wird eins zu eins angenommen. Und da haben wir viele Fälle aus Amerika, wo berichtet haben, ja, dass wir nur Laborrate sind und dass das alles negativ ist. Und ich habe immer anders gefühlt. Ich habe immer gedacht, nein, das ist nichts Schlimmes. Es hat mit den Gefühlen zu tun. Und wenn ich etwas dazugeben kann, dass diese Wesen wieder ihre Gefühle zurückbekommen, dann ist es nichts Schlechtes. Aber im Gegenzug habe ich natürlich auch von denen wieder Informationen gekriegt, sozusagen einen Blick in die Zukunft. Schau mal, wo eure Entwicklung hingeht. Geht nicht den gleichen Weg. Ja? Und dieser Weg ist nämlich genau mit der KI, mit der künstlich generierten Zukunft, eingeplant, diesen Planeten Stück für Stück zu entmenschlichen, zu entseelen. Und da müssen wir jetzt wirklich all unsere Kraft aufwenden, um dagegen zu wirken. Ja. Durch Okay. unser Erscheinen.
Und ja, und ich habe wirklich viele, viele Zuschriften damals gekriegt. Damals gab es noch kein Internet, alles noch per Leserbrief. Und ich kann wirklich bestätigen, ich habe aus alle gesellschaftlichen Schichten, vom Schweizer Bankdirektor, vom einfachen Handwerker, vom Bauer von nebenan oder wie auch immer, wirklich durch alle gesellschaftlichen Schichten habe ich Zuschriften damals gekriegt, durch meine Auftritte im Fernsehen, wo gesagt haben, Mensch, Rainer, das, was du erlebt hast, habe ich genauso erlebt und ich bewundere dich für die Kraft, den Mut, mit den Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber, Sefer, das war mir damals wirklich so wichtig und ich habe alle Konsequenzen in Kauf genommen, weil die Botschaft musste einfach damals raus und ich bin den Weg konsequent gegangen und es war kein leichter Weg. Ich hatte damals viele Jobs wechseln müssen, weil das Mobbing natürlich in der Firma, kannst du dir ja vorstellen, schon derartig hoch war, dass ich immer wieder, man ist auch jeden Tag gleich stark und steckt es einfach weg. Man ist Mensch mit Gefühl und Emotionen. Und wenn man natürlich die Blicke dann von der Kollegin sieht, die nachher so innerlich schmunzeln, ah, der wieder, der Verrückte wieder mit der UFOs. Aber das dreht sich jetzt langsam. Ne? Okay. Und also das kann ich definitiv dir bestätigen. Es gibt unglaublich viele Sternensaaten. Manchmal kann ich sie sogar im Einzelgespräch, also im Physischen, wenn man sich gegenübersteht, kriege ich manchmal, wenn ich jemand tief in die Augen schaue, plötzlich ein Bild. Und da sage ich, aha, da sitzt auch wieder eine alte Sternensaatseele vor mir. Aber das kann ich nicht auf Knopfdruck herleiten, Ja. das passiert oder passiert eben nicht. Ne? Okay. Ja. Rainer, ja, lass mich mal ein paar Dinge nochmal aufgreifen. Vielen Dank Gerne. erstmal. Das war jetzt ein Universum schon in sich. Ich möchte gern so ein paar Kernthemen nochmal aufgreifen für die Zuschauer. Und vielleicht auch nochmal aus meiner Kindheit. Bei mir war Raumschiff Enterprise auch die Lieblingsserie Nummer eins. Siehst du? Und ich habe mich da mehr zu Hause gefühlt als in der normalen Alltagssituation bei mir in der Schule. Und ich glaube, das Positive, wenn wir mal was Positives noch da rausziehen können, ist ja auch so diese Vision, ja, von einer friedlichen Welt, eine Welt, die kein Geld mehr braucht, wo die Menschen das tun, was sie lieben, ne, wo sie ihre Berufung, ihre Begabung finden. Und diese Fähigkeit, ja auch mit Konflikten umzugehen, ne, da sind ja immer viele Begegnungen mit anderen Rassen, immer auch sehr, ne, die Gefahr, ne, wird das jetzt zu einem militärischen Konflikt ausarten? Und ne, die Botschaft bei Enterprise ist ja ganz stark auch immer, ne, wir können friedlich miteinander leben, wir können Konflikte lösen Genau. und es ist auch Fülle für alle da. Ja, ich glaube, das war auch so eine ganz starke Botschaft, die wir auch aufgenommen haben, ja, dass wir da uns wieder daran erinnern, dass es ja eigentlich das ist, was wir uns auch für die Zukunft auch insgesamt wünschen. Genau. Genau, das ist mal das eine. Dann das Thema mit den UFOs und das Thema Empathie und KI. Das sind natürlich jetzt drei Riesenhammer-Themen sozusagen. Lass uns da mal vielleicht tatsächlich nochmal die Verknüpfung herstellen. Ich bin ja als Expertin und auch selber von meiner seelischen Struktur eben in diesem Hochsensibilitätsbereich angesiedelt, in der Hochempathie. Und gerade, sage ich mal, für diese alten, ich nenne sie auch gerne die alten Seelen, ja, die schon viele Inkarnationen mitbringen, ist ja dieses Empathie-Mangel-Thema hier auf der Erde wirklich schmerzhaft. Ja, also als Kind habe ich da schon drunter gelitten. Ich erspare euch jetzt die Beispiele. Ich glaube, Beispiele hat jeder genug am eigenen Leib erlebt, in der eigenen Familie oder in der Schule oder im Medizinsystem. Das ist ja tatsächlich, und da sehe ich auch aus spiritueller Sicht unsere größte Achillesferse. Also, ne, in der spirituellen Szene wird ja immer viel über den Aufstieg gesprochen und über die Schwingungserhöhung, aber ich glaube tatsächlich, dass wir es ohne diese Empathieentwicklung nicht schaffen können. Wir müssen, glaube ich, da wieder mehr, auch kollektiv und auch jeder, der sich mit Spiritualität beschäftigt, da ist keiner ausgenommen und ist keiner auch besser, sondern dieses Thema Empathie, ja, wie gehe ich empathisch mit Mensch und Tier um, noch viel, viel mehr in den Vordergrund rücken. Ich glaube, das ist wirklich das Zünglein an der Waage, was wirklich darüber bestimmen wird, wie wir uns kollektiv weiterentwickeln. Ja, das ist, glaube ich,
ganz, ganz zentral. Du hast es absolut auf den Punkt gebracht. Das ist Ja. das zentrale Thema überhaupt, ja. Ja. Weil ich sag mal, die energetischen Filter, die sind sehr fein. Weil man hört ja viel in der Spirit-Szene, da wird ja viel darüber geredet, ja, jetzt kommt der kollektive Aufstieg, die gesamte Menschheit, durch verschiedene äußere Faktoren. Brauchen wir jetzt tiefer darauf eingehen, Ja. schon darüber gesprochen worden, durch die Frequenzen. Durch das Magnetfeld immer mehr abnimmt, durch die Einwirkung von der Sonne und etc. Das trägt alles zum Bewusstseinswandel bei, zum Quantensprung im Bewusstsein. Aber nur für die Menschen, die bereit sind, ja, sich für diese Frequenz zu öffnen. Und das geht nun mal nur über tiefes Gefühl, über tiefe Empathie. Nicht, ja, das ist jetzt gerade angesagt, da mache ich jetzt mit, ja, weißt du, wie ich meine? Aber was draußen wirklich passiert, ja, dass noch die Tiere gequält werden, die ganze Ja. Umwelt zerstört wird, interessiert mich nicht. Hauptsache, mir geht's gut, ja. Da sind noch diese Ego-Anteile so stark. Wir brauchen noch in bestimmten Bereich, das Ego hat auch eine bestimmte Schutzfunktion, ja. Aber im Prinzip, heißt es wirklich, auf der gefühlten Ebene die Energie zu spüren und wahrzunehmen. Und die empathische Menschen, ich kriege es ja auch immer mit in meine Einzelgespräche, in meine Einzelsitzungen, wenn ich mit Menschen arbeite. Viele haben im Moment so das Gefühl, boah, der Wahnsinn, was da draußen abläuft, das macht mich kaputt, ja. Ja. Ich muss mich neu ausrichten. Ja, natürlich. Das ist ja auch die neue Zeit, liebe Sefa, weil genau die neue Zeit fordert uns ja auch auf, mutig zu sein und einmal alte eingefahrene Gleise zu verlassen und sich einmal selber neu zu erfinden, einfach dem Weckruf, weißt du, der innere Impuls der Seele zu folgen. Und da müssen wir die Menschen wieder hinkriegen, ja. Aber wenn ich immer so draußen bin und so die Menschen beobachte, ja, jetzt so vom Kollektiver, großer Aufwachprozess nehme ich persönlich noch nicht so viel Nee, wahr. ich Man auch nicht. sieht zwar schon viele Menschen, weißt du, die Menschen, wo zu dir Ja. kommen, die kommen ja nur, weil sie mit dir in Resonanz gehen. Aber so, jetzt, wenn ich so in meinem gröberen Umfeld schaue, in meinem Verwandtschaftsbereich, sind alle noch vollkommen in der 3D-Matrix, fühlen die sich wohl, viel arbeiten, viel Urlaub machen, Spaßhaber. Also die haben immer noch nichts kapiert, ja. Die rennen immer noch im Hamsterrad und laufen das volle Programm ab, was denen einprogrammiert wurde. Und da müssen wir die Menschen hinkriegen. Und das geht einfach nur, indem man sich einmal rausnimmt, in die Stille kommt, sich entschleunigt und einmal sich einfach für sich selber mal so die Fragen stellt, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens, was ist mein Seelenauftrag, wo geht meine Reise noch hin? Und dann mal reinfühle, reinspüre, in sich reinspüre. Die Menschen haben verlernt das Spüren, das Fühlen. Und dann kommen die Antworten. Es ist oft eine leise Stimme, wo anklopft, wo sagt, hey, du weißt doch, wo es hingeht, du weißt doch, wo dein Weg ist. Hör auf deine Stimme, auf das innere Bauchgefühl. Nicht, was der da oben meint, jetzt der Ratio. Natürlich ist das kein einfacher Prozess, weil man natürlich im Außen von seinen Mitmenschen, ich sage es jetzt mal freundlich, komisch angeschaut wird. Ja, was ist mit dem los? Wie hat denn der sich verändert? Der ist komisch war, der zieht sich so zurück und der redet mit Bäumen, der spricht mit seiner Umwelt, ja natürlich, wir sind doch mit allem, was uns umgibt, verbunden. Das ist ja im Schöpfungsplan immer vorgesehen. Wir sind ein Teil des großen Ganzen, schamanisch gesprochen. Wir sind ein Teil des Gewebes, ja. Und wenn ich dem Gewebe immer mehr Schade zufüge, dann alles, ich sage jetzt mal, das Erdöl immer mehr, das Erdöl, das Blut aus der Erde rausziehen, dann muss ich mich nicht wundern, dass es da Veränderungen gibt, ja. Und die feinfühligen Menschen spüren das. Aber es sind immer mehr jetzt auch, es sind schon welche immer mehr, wo schon aufwachen, aber die sind halt oft nicht immer gerade
unmittelbar in deiner näheren Umgebung. Und deswegen sind auch immer wieder mal so kleinere Kongresse, wo ich mache, immer sehr angenehm, wenn man wieder Seele, Familie zusammenbringt. Ja. Und einfach, ja, da geht es gar nicht darum, was die einzelnen Referenten auf der Bühne erzählen. Da geht es mehr ums Zusammenkommen. Und ich sage ja auch immer, nützt die Pause, vernetzt euch. Da passiert was. Und da kann man sich gegenseitig Kraft geben. Mensch, ja klar, guck mal, der denkt und fühlt genauso wie ich. Ich bin nicht verrückt. Ich Ja. bin kein Außenseiter. Ich bin nur ein Außenseiter. Oder wie das Wort schon so schön sagt, ich bin verrückt. Ja, ja klar sind wir verrückt. Ja, wir sind ein Stück aus der Normalität, wo irgendjemand uns vorausge-, das ist Normalität, ein Stück rausgerückt, weil wir eben Dinge wahrnehmen, die andere nicht wahrnehmen. Oftmals sind es die kleine, ganz kleine, unscheinbare, subtile Dinge im Außen. Ja, aber da wollen wir ja auch noch drüber reden, so die Kleinigkeiten, die Zufälle, die Synchronizitäten und so weiter. Ja. Ja, du hast gerade schon das zweite Thema auch sehr, sehr schön nochmal angesprochen. Da wollte ich auch die Frage stellen, aber das erübrigt sich. Ja, aber ich sage es trotzdem nochmal für die Gerne. Zuschauer. Das war ja gerade das Thema, wie können die Hochsensiblen, die jetzt unter dieser verrückten Welt leiden, wieder zu sich kommen? Und da waren jetzt schon so viele schöne Punkte dabei. Und ich glaube tatsächlich, wirklich mal dazu zu stehen, auch was du gesagt hast, ne, dass wir nicht der Norm entsprechen, dass wir nicht in diesem Maschinenbewusstsein reinpassen, dass wir eben mit Bäumen sprechen, das mache ich auch seit meiner Kindheit, dass wir das endlich mal als gut, nicht als normal, aber als gesund, als natürlich, als unseres, ja, Wesens würdig auch akzeptieren. Und nicht mehr denken, ich muss mich jetzt irgendwo anpassen, ich muss in irgendeine Schublade reinpassen, ja, sondern dieses Anderssein quasi erstmal richtig kultivieren und dann als Lösung auch für diese vielen Missstände, die wir ja eben erleben in der Gesellschaft, quasi auch vorleben, ja, und neue Räume, neue Strukturen schaffen. Und das, was wir eben auch in dem Medizinsystem jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, das kann ich aus leidvoller Erfahrung bestätigen. Es ist so unmenschlich, was da stattfindet. Der Mensch wird nicht mehr als Mensch gesehen. Man ist nur noch eine Nummer. Die Genau. Ärzte haben keine Zeit mehr. Es wird sich nicht mehr darum gekümmert, nach Ursachen zu forschen. Es ist einfach grauenvoll, ja. Und deshalb ist es auch wichtig und richtig, dass das so ruckelt und rackelt und dass wir merken, es passt nicht mehr. Es ist wie eine Illusion, wie eine Blase, die im Grunde genommen jetzt zerplatzt. Das ist sehr schmerzhaft, dieses Zerplatzen, ja, auch für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ich habe ja selber früher als Klinikpsychologin auch in Kliniken gearbeitet, bis ich gemerkt habe, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will mich auch nicht dauerverstrahlen lassen, da ist überall WLAN, ja, das Betriebsklima ist angespannt, weil die Leute alle Stress haben. Und wenn wir wirklich diese menschliche Stimme in uns nicht ersticken, dann können wir ja eigentlich nur noch sagen, ich muss jetzt aussteigen, ja, oder ich muss vielleicht einen Teilzeitjob draus machen, aber ich darf mich nicht mehr aufreißen und sozusagen meine eigene Seele opfern, damit ich noch in dieses, ne, in dieses Werk, in diese Maschinerie irgendwie reinpasse, weil das können diese Sternenwesen, sage ich mal, oder die sensitiven Menschen auf Dauer einfach nicht aushalten. Du hast ein sehr schönes Stichwort mir gerade gegeben, aussteigen. Ja. Genau, das ist es. Und ich sage auch, der Ausstieg geht immer wirklich nur in kleine Schritte. Man könnte nicht von heute auf morgen komplett aus diesem System aussteigen, aber wir können anfangen, in kleine Schritten, ja, versuchen, dieser alter künstlich generierter Matrix so langsam, ich sage ja langsam, in kleine Schritte die Energie zu entziehen. Ja. Ja, das geht schon so da in die Richtung und ich kriege da ja viele Rückmeldungen. Viele Menschen haben das Gefühl, den inneren Impuls. Natürlich ist das kein leichter Weg und geht halt von heute auf morgen, sich zurückzuziehen. Die wollen alle am liebsten gern in der Alleinlage wohnen. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, aber es kann natürlich nicht jeder so leben. Ja. Also ein bisschen selber auf Selbstversorgung machen, wieder selber
Pflanzen ansetzen, was ich, wenn ich selber sehe, wenn man sich einfach mal mit der Kräuterkunde wieder ein bisschen auskennt, was man alles in der Natur essen kann, Gänseblümchen, alles. Man kann feine Salate machen. Es ist Mutter Erde, ich sage, Mutter Erde ist so ein, hat so einen breit gefächerten Schatz vor uns bereitgelegt. Es gibt für alle Krankheiten, hat die Mutter Erde, ich sag mal, ein natürliches Medikament für Krankheiten. Ja? Und dann kam irgendwann halt die Pharmaindustrie, ein rieser Apparat, der sich aufgebläht hat, ja, wo sie die Menschen krank machen. Und diese ganze Kräuterfrauen früher wurden dann verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Also der Mensch war schon eigentlich immer. Seit man einfach so die Menschheitsgeschichte verfolgt, immer schon ein wildes Tier, aber wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, dass sich viele aus diesem Gefängnis befreien können. Und das geht eben nur über dieses, sind wir wieder im Grundthema drin, in unserer Grundschwingung drin. Es geht nur über eine ganz feine Gefühlswelt, über ganz feine Empathie, um eben die Dinge wirklich im Außen zu filtern. Was tut mir wirklich gut und was tut mir nicht mehr gut? Von was darf ich mich jetzt verabschieden? Und da müssen wir die Menschen hinbringen. Und ich bin aber überzeugt, es werden noch viele, viele auf den Weg kommen, aber mit Sicherheit nicht die große Masse, wie viele glauben. Aber Energie geht in die letzte Instanz ja nicht verloren, selbst wenn wir unsere Körper ablegen. Die Seele ist ja unsterblich. Im Prinzip sind wir ja genau genommen. Ja. Ich spüre das einfach. Wir sind raumzeitlose Wesen. Und jetzt kulminiert alles auf einen Punkt hin. Und deswegen sage ich auch immer, lebe ganz bewusst im Hier und Jetzt. Weil Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft kulminiert jetzt alles aufs Hier und Jetzt. Also das, was ich im Hier und Jetzt mit meiner Gedankenkraft, mit meiner Schöpferkraft jetzt erschaffe, wird in naher Zukunft meine Welt werden. Und da müssen wir die Menschen hinbringen. Also heißt es natürlich auch Gedankenkontrolle. Zentrier dich, richte dich jeden Tag wieder neu aus. Auch wir werden täglich von der Gegenseite. Ich habe es jetzt auch gerade wieder erlebt. Ich war topfit und jetzt habe ich mir auch wieder eine leichte Erkältung eingefangen. Aber es liegt jetzt auch, ich weiß nicht, was die da oben immer sprühen. Man hört es ja noch ein bisschen von der Stimme. Es ist jetzt Gott sei Dank wieder besser. Aber es sind im Moment unglaublich viele Menschen krank. Ja, also die Grippewelle oder die so viele, wo gerade Schlappheit, krank fühlen. Und ich höre auch im Moment, weil ich eben feinfühlig bin, in der Nacht immer zwischen 2 und 3 Uhr nachts hohe Frequenztöne, wo sie uns wieder antriggern, wo Strahlen. sie uns wieder bestrahlen muss. Und wenn du dann wieder irgendwelche komische Träume hast, wo du genau weißt, hallo, das sind nicht meine Träume. Man will uns wieder in der Energie runterfahren, damit du auf blöde Gedanken kommst, um es mal blöd nett auszudrücken. Und du weißt eigentlich genau, nee, nee, Moment, das bin ich nicht. Da wird wieder versucht, Einfluss auf uns zu nehmen. Und da heißt es eben immer wieder, deswegen sage ich auch immer, nützt jetzt wirklich die Zeit im Sommer, geht viel barfuß raus in die Natur, weil das erdet euch gut, verbindet euch gut mit Mutter Erde und holt euch Kraft in der Natur. Geht abseits der großen Menschenmenge, da könnt ihr wieder Kraft tanken, dass mal da die Data-Autobank da oben mal zur Ruhe kommt und wenn das Gefäß wieder mal runterfährt und wir nicht überflutet sind mit Informationen, dann kann durch die höhere Ebene wieder was eingespeist werden. Andere würden jetzt zu Channeling sagen oder Eingebung, völlig egal. Einfach, man nimmt einfach dann die Dinge wahr und kann es dann für sich filtern. Und so mache ich ja auch immer meine Solo-Videos. Ich bereite mich dort vor, da kommen dann die Informationen und ich gebe sie einfach ins Feld rein. Ja, genau. Wir werden deinen YouTube-Kanal auch noch verlinken. Du hast ja einen eigenen Kanal und dann können die Zuschauer zu dir Genau. kommen. Genau. Also auf meinem Kanal werde ich das auf jeden Fall zu dir verlinken. Und ja,
Also vielleicht nochmal zurück zu den Wetterphänomenen. Also, dass der Himmel nicht mehr blau ist, das ist schon für mich mittlerweile unerträglich. Genau, so geht's Heute mir auch. ist ja der 1. Mai, wir waren noch ein bisschen, ne, unterwegs und es war wieder grauenvoll, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wie dieser graue Schleier sich dann über den blauen Himmel legt. Das ist wirklich etwas, muss ich sagen, was ich sehr als sehr bedrückend empfinde. Wenn man sich auch tiefer mit dem Thema mal beschäftigt, was da alles runterkommt. Also es Genau. gab ja schon Analysen, dass da ganz viel eben Aluminium zum Beispiel drin ist. Ja, also Stichwort Geoengineering, man greift in das Wetter ein und ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile endlich mal zugegeben haben, aber auch das gilt ja als Verschwörungstheorie. Aber Genau. letzten Endes ist es ja Fakt, du musst ja nur rausschauen und du siehst, wie die Flugzeuge das Zeug da raussprühen und dann immer dieses graue Netz immer dichter, immer dichter, immer dichter wird und dann plötzlich die Sonne verschwindet. Also das ist etwas, muss ich sagen, das ist für mich eine große spirituelle Herausforderung. Dann ja, nicht depressiv zu werden, ja, wenn ich das sehe. Ja. Das ist wirklich echt heftig, muss ich Ja, sagen. es ist heftig und viele kriegen ja auch auf der Lunge Probleme. Ja. Also die Partikel legen sich dann Ja. irgendwie auf die Lunge und ich habe es vorher auch gemacht, bin kurz raus an die Sonne gehockt und habe wirklich, ja, und sofort ist mein Nas wieder gelaufen, ich habe wieder Niesanfall gekriegt, ja, habe es gut gemeint, dann im Haus drin ist wieder gut, ja, mein okay, das kann jetzt auch sein, dass ich zusehends immer auch jetzt auf die Poller reagiere, kann auch möglich sein. Muss jetzt nicht immer unbedingt mit den Chemtrails zusammenhängen, aber ja, es ist auf jeden Fall auffällig. Erinnere dich vielleicht noch dran, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als damals Corona war, als dann die ganze Flugverbote war, Ja, da ja. war ich hinten auf der Terrasse geguckt, an der Sonne, strahlend blauer Genau, Himmel. Man ja. konnte regelrecht die Luft, die hat ganz anders gerochen, Ja. die hat einen ganz feinen Duft gehabt. Also ich habe den Geruch sogar noch in meiner Nase. Und jetzt, wenn du raushockst, da hast du vielleicht mal morgens kurz klarer Genau, Himmel und schon genau. mittags trübt sich's wieder ein. Heute auch wieder. Ja? Ja. Und Das ist für mich auch schwierig mit der Videoproduktion, weil ich gerne am Abendlicht drehe eigentlich, aber da ist meistens dann der Himmel so zugesprüht, dass es kaum noch geht, ne? Aber vielleicht ist das auch noch mal so ein wichtiger Punkt, ne? Wir alle haben so unsere inneren Kämpfe und auch wieder, ne, Dinge, die uns runterziehen und demotivieren. Aber wir wollen ja da nicht stehen bleiben. Also, ne, das ist wichtig. Das hast du vorhin auch gesagt. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Wir sind keine Überflieger, keine perfekten Wesen. Und vielleicht können wir auch trotz dieser großen Herausforderung, die wir auch alle schon erlebt haben und durchleben, vielleicht noch mit was Positivem abschließen. Eben zu diesem Thema, wie können wir dann trotz dieser Schwierigkeiten diese Seelenbotschaften empfangen? Ja, wie können wir diesen inneren Kompass ausrichten und nicht uns so nach unten ziehen lassen, eben dass wir depressiv nur noch in der Ecke hängen, sondern was sind so deine Dinge, wo du sagst, das funktioniert für dich gut, da kommst du wieder in die Anbindung, da kommst du wieder in deine Seelenräume. Vielleicht können wir da noch den Zuschauern ein bisschen was mitgeben, dass wir da auch die Schwingung nochmal aufbauen und dass wir mit was ganz, ja, mit etwas Heilsamem noch abschließen, bevor wir dann ja den Kreis schließen hier für unser Gespräch heute. Ja, unbedingt, ja. Was fällt mir da ein? Eigentlich der wichtigste Punkt ist, an sich zu glauben. An sich zu glauben, an seine Schöpferkraft zu glauben, ja. Glaube ist vielleicht gerade mal das richtige Wort. Einfach zu wissen, welche Kraft in mir steckt, ja. Und sich täglich ausrichtet. Die Stille ist ein ganz wichtiges Instrument. Einfach nehmt euch jeden Tag für euch mal den Raum, die Zeit, in die Stille zu gehen, in euch rein zu reflektieren, wo stehe ich heute gedanklich? Hab mich irgendwas beim Einkaufen wieder getriggert, wo ich dachte habe, jetzt guck mal da, der drängt sich davor und bei mir kommt die Emotion hoch. Einfach für sich selber immer wieder sich auszurichten, wo stehe ich heute, bin ich noch bei mir? Und dann wirklich ins tiefe Urvertrauen gehen.
Mit dem Wissen, wenn man wirklich die Anbindung hat ins tiefe Urvertrauen geht, dann sorgt A, die geistige Welt für einen, dass es dir an nichts mangelt. Es muss jetzt nicht nur die materielle Fülle sein, einfach das Gesamtpaket. Du fühlst dich wohl und ich habe für mich beschlossen, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das so, ja gut. Ich bin jetzt wird jetzt 63 und ich habe für mich beschlossen, dass das letzte Drittel meines Lebens der beste Abschnitt in meinem Leben wird und ich jetzt wirklich mich entfalten kann. Ja, und versuche meine Mitmenschen oder die Menschen, die zu mir gekommen, zu mir geführt werden, Impulse zu geben, damit sie auch den Schwung mitnehmen, in den Flow kommen, ins Vertrauen kommen, weil es funktioniert wirklich. Wenn man wirklich ins Vertrauen geht, dann weiß man einfach von sich aus, egal was im Außen momentan passiert, wenn ich weiterschaue, lass die spielen auf 3D, das ist nicht mehr unser Spiel. Stichpunkt Celestine, hast du ja auch schon ein paar Ja. schöne Videos dazu gemacht. Fällt mir jetzt ganz spontan noch ein. Ich habe zufällig auf meinem Telegram-Kanal den Film wieder gesehen. Den habe ich vor viele, viele Jahre angeschaut. Ich habe mir den Film komplett nochmal angeschaut und da wurde das ja wunderbar schon gezeigt. Weißt du, das, was eigentlich ja auch mit der Entrückung gemeint wurde? Alles ist Energie und Frequenz. Also wundert euch nicht, wie ich ja auch immer sage, also ich bin ja, ich glaube ja, dass es zu dieser Weltentrennung kommt, dass Menschen einfach aus dem Sichtfeld, so wie es bei Celestine wirklich gezeigt, filmisch wirklich toll umgesetzt wurde, weil es alles Frequenz ist. Und da, wenn man das weiß, dass da was Tolles auf uns zukommt, dann erschüttert euch das, was im Außen ist, in keinster Weise mehr. Man bleibt im Vertrauen. Man lässt sich nicht mehr triggern oder immer weniger triggern. Die Ängste werden immer weniger. Und wenn wir irgendwann auf den Punkt hinkommen, komplett angstfrei zu werden, dann haben wir die größte Hürde geschafft, weil dann sind wir so tief im Vertrauen, dass egal was im Außen passiert, wir immer wissen, dass für uns gesorgt ist und dass es in der letzten Instanz für uns eine gute Zeit kommt, dass es gut wird. Einfach bleibt in eurem Herz, in eurem Urvertrauer, schwingt aus eurem Herz heraus und erhöht eure Energie, geht in die Lebensfreude. Je höher eure Herzschwingung resoniert, umso größer wird eure magnetische Anziehungskraft und dann werden Menschen in euren Raum, in euren Raum kommen, wo wir uns gegenseitig Kraft geben. Also, es ist immer ein Geben und Nehmen, wo wir uns gegenseitig hochpotenzieren und dann kann Großartiges passieren, so wie es Gandhi gesagt hat. Dann werden auf der unsichtbaren Ebene Mechanismen wirken, die wahrlich einer Offenbarung gleichkommen. Da sind wir wieder bei Celestine mit der Offenbarung. Ja? Toller Film, tolles Buch, kann ich wirklich nur empfehlen. Und jetzt kriege ich so eine Gänsehaut, schaut es mal an. Hey. Ja, unglaublich. Ja. Ja, Rainer, das hat mich jetzt wirklich sehr berührt, deine Ausführungen. Und ich würde gerne dazu tatsächlich, wir haben mit Raumschiff Enterprise angefangen. Ja, jetzt sind halt doch alle Themen quer durchgeschifft, ja. Ja, Multidimensional waren wir unterwegs. Alles gut. ich würde gerne dazu jetzt auch von Raumschiff Enterprise noch so eine passende Folge noch mal ganz kurz hier skizzieren, weil es genau zu diesem Thema jetzt passt. Ja, gerne. Und zwar für alle Zuschauer, die jetzt sich fragen, welche Serie jetzt gemeint ist. Also ich bin ja die jüngere Generation, Jahrgang 78. Ich habe ja Captain Picard angeschaut mit Next Generation. Jetzt pass auf, das passt jetzt sowas von. Da gab es relativ weit hinten in der Serie eine Folge mit dem Wesley Crusher. Das war ja sozusagen das Kind, dieses hochbegabte Kind auf dem Schiff, das ja dann, ne, auf der Brücke da schon angefangen hat, ne, an der Steuerung zu sitzen. Also so ein hochbegabter junger Mann oder junger Bursche, würde man sagen. Also würden jetzt spirituelle Leute sagen, so ein Indigo-Kind, ja. Und das ist so toll.
Es gibt dann weiter hinten in der Serie so eine Folge, wo er aus dieser Sternenflottenakademie austritt, weil er sagt, das ist mir irgendwie alles zu technisch und er kriegt dann, weil er eigentlich spirituell hochbegabt ist, bekommt er eben diese Gelegenheit, mit so einem sehr spirituell fortgeschrittenen Volk sozusagen auf der geistigen Ebene zu reisen. Ja, vielleicht erinnerst du dich, das spielt dann auch in so einem Indianerreservat und plötzlich Naja. hält die Zeit an, ne? Alles bleibt stehen und dann kommt eben dieses Wesen, mit dem man schon mal in der Serie Kontakt hatte, der nennt sich der Reisende, so heißt auch die erste Folge, wo der Naja. auftaucht. Und der nimmt dann diesen Wesley mit und sagt, hier, pass mal auf, das ist für dich alles jetzt gar nicht mehr das Thema hier. Wir zeigen dir, wie du quasi interdimensional reisen kannst mit der Kraft des Geistes. Ah ja. Oh, ich habe da gesessen als Kind, ich habe Rotz und Wasser geheult, ja. Und dann nehmen die den mit und der geht dann sozusagen auf diese Abenteuerreise, braucht dann kein Raumschiff mehr und nichts, sondern reist eben mit dieser spirituell fortgeschrittenen Zivilisation, mit der Kraft des Geistes. Das ist vielleicht jetzt mal noch ein schönes Bild Ja. zum Abschluss. Wunderbar, ja, passt vollkommen, ne? Ja. Ja. Ja, schön, hab mich gefreut heute, so spontan das Gespräch und gerne vielleicht mal wieder, wenn wir mal ein Thema haben, weil ich denke, da waren sich jetzt noch Ja. in der nächsten Zeit, wird sich noch unglaublich viel entwickeln und ich denke, uns wird da in dem Bereich der Gesprächsthemen nicht ausgehen, in welcher Form das auch weiter sich entwickelt, aber ich bin wirklich in mir gefestigt und ich weiß, für mich wird es gut werden und für viele andere auch, die einfach bereit sind, den neuen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, wir haben nun mal alle der freie Wille und jede Seele darf selber entscheiden. Kann ja sein, es sind viele Seelen, denen gefällt das Spiel hier, die wollen das nochmal, die brauchen vielleicht nochmal ein paar hundert Inkarnationen, bis die nächste Anhebung wieder kommt. Aber jetzt gibt es wirklich, jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, ich sage es ja auch immer wieder, das, was jetzt so noch bis 2030 alles auf uns zukommt, wird tatsächlich in die Geschichtsannalen eingehen. Bis in der letzten Instanz dann wirklich, wenn der Tag X kommt, nennen wir mal einfach mal so, glaube, das weiß keiner hundertprozentig und das ist auch gut so. Aber der Weg dahin, das ist das Ziel und da dürfen wir uns alle hin entwickeln. Ja, Rainer, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich glaube auch, wir haben noch viel Gesprächsbedarf und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann noch mal in einem weiteren Termin dann noch mal austauschen oder vielleicht noch mal Themen aufgreifen, die heute jetzt gar nicht so den Raum hatten. Ja. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie jetzt erstmal alles Gute und auch den Zuschauern. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das hat euch Kraft gegeben, dieses Gespräch, Inspiration und Mut, auch zu eurer Spiritualität und zu eurem Anderssein zu stehen. Und ich denke, je mehr von uns sich das trauen, umso mehr werden dann auch nachkommen. Auf jeden Fall. Ich danke dir für das tolle Gespräch heute. Ich habe mich richtig gefreut auf das Gespräch. Danke dir. Dankeschön, dir auch. Alles Danke. Gute.